eine Grußbotschaft hier von dem Christoph, ja, von den Südtirolern. Und ich bitte, doch, komm doch mal auf die Bühne und schauen wir mal, ob wir auch die Landeshymne hier im Repertoire haben. Dann auf geht's. Ja. Mit ihm sein Land Tirol, mit ihm sein Land Tirol, mit ihm sein Land Tirol. Ja, auf die Anspielung, wie ich wohl gekommen bin. Ich bin natürlich über die Berge geklettert, habe ein paar Tage gebraucht dafür, bin aber heile angekommen und bin dankbar, dass ich hier sein darf. Danke, liebe Freunde aus allen Teilen des Deutschen Reiches. Danke, dass ihr mich als Gast annehmt oder uns, die kleine Abordnung aus dem südlichen Landesteil Tirols. In dem Sinne möchte ich auch die Burschenschaft und unsere, also Burschenschaft als gemeint die Landsmannschaft aus Habsburg und Tirol, die lassen grüßen an die Versammlung in Gera hier. Kaiserwetter können auch wir gebrauchen in Wien. Wir haben das öfters vielleicht als hier. Deshalb bin ich ganz glücklich, dass ich da ein bisschen beitragen durfte, das schöne Wetter mitzunehmen. Vielleicht glaubt es mir das nicht, aber ich habe das im Rucksack mitgebracht. Und wenn ich so in die Menge sehe, dann ist mir ganz wohl ums Herz. Dann sehe ich, dann spüre ich, dass an diesen deutschen Wesen der einst die Welt wird genesen. Und dazu werden wir Tiroler oder Habsburger oder und Habsburger mit beizutragen, weil ganz ohne uns geht es ja auch nicht. Bis bald. Ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Zeiten und Jahren unglaublich vermehren. Und ich bin überzeugt und sicher dazu. Und 1871 ist der Ausgangspunkt auch für uns. Wenn das über die Bühne gebracht ist, dann geht es einher, dass wir einen Zweibund wieder herstellen können mit uns Österreicher, Tirolern, Habsburgern, um eine gemeinsame europäische Zukunft in Frieden, Freiheit und Souveränität aufzubauen. Ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf, dass wir hier sein dürfen. Danke, ihr seid wunderbar. Super. Ja, das war der erste Schritt und das werden wir natürlich ausbauen auf jeden Fall. Und jetzt haben wir noch eine kleine Gruppe hier, man sieht sie verstreut, auch mit ihren Flaggen. Und jetzt gibt es eine Großbotschaft, ja, in zweisprachig nehme ich mal an. Und ja, wir begrüßen die Katja aus Holland. Ein und das schönen Tag, Gera! Hallo Katja! Ja, viele, viele Grüße aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Flandern. Wir sind glücklich und absolut happy, dass wir bei euch heute bei diesem wunderschönen Wetter dabei sein dürfen. Wir möchten uns auch bei der Organisation bedanken, dass wir eingeladen worden sind, um auch mit euch gemeinsam hier zu stehen und zu sagen: Friede, Freiheit, Souveränität, ich will mein Recht zurück. Ja, dames en heren, dank u wel dat ik hier aanwezig mag zijn, dat ik wat woorden mag vertellen namens de Vlaanderense mensen en de Nederlandse mensen. Wij willen graag ook dat deze beweging, dat deze prachtige beweging met prachtige mensen over mag vliegen naar Nederland, naar Vlaanderen voor soevereiniteit, vrijheid en vrede voor heel Europa en de hele wereld. Dank u wel. Thank you. We are very honored to be here. I see only beautiful people with very good moral, with good view on history. We have to take back the history books and bring the truth back to the children, because we don't want this globalist
elites. We don't want these dictators in Brussels, in Berlin. We take back our future. The future is ours. Thank you. We love you. Vielen Dank. Schönen Tag. And we are one. We are one as a humanity. Ja, danke schön an Holland und das Flämisch habe ich leider nicht verstanden. But thank you so much for your words. Thank you so much for being here, sharing your emotional stuff with us. And Frank, zurück zu dir. Ja, das war Holländisch, ja, richtig, ein bisschen Englisch, okay. Wir sind ja international, wir stehen ja auch natürlich dazu und wir grüßen ja von hier alle Länder, die für Weltfrieden stehen. Danke, Katja und deine Manne, hervorragend. Nächstes Mal rückst du an mit dem ganzen Bataillon hier, ich freue mich schon drauf. Das weiß ich, wenn du das sagst, das wird, da werden wir alle noch butterweich hier. Ja, jetzt wird's spannend. Zuerst, jetzt wird's richtig bunt nochmal. Also diese Menschen, die haben sowas Tolles vorbereitet, also mir fehlen schon die Worte. Was die vorbereitet haben, es ist unfassbar. Und jetzt kommen zwei Menschen auf die Bühne. Ich bitte jetzt erstmal den Vorstand der Royal Ottoman Society nach oben. Ja? Und wo ist er, der Harald? Ich bitte dich nach oben. Wir machen jetzt erstmal, werden wir ein bisschen Musik bekommen jetzt. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Dann wird der Albert Effendi kommen. Aber jetzt erstmal Harald. Danke. Ja, grüß Gott, Gera. Wir freuen uns gewaltig, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, an alle, die ihr da seid. Vielen Dank, lieber Frank. Es war für uns großartig, euch kennenzulernen, als der Frank damals zu uns gekommen ist und wir einfach gesehen haben, was uns verbindet. Uns verbindet die Liebe zur Wahrheit, zur Aufrichtigkeit, zur Treue und zur Ehre. Ich hatte mal die Freude, einen kleinen Vortrag über Werte zu halten und habe mir vom Internet eine Werteliste runtergeladen. Und da fand ich Spaß und Lust, glaube ich, zweimal drin. Hat jemand zweimal aufgeschrieben und die Ehre hatte er vergessen. Und was uns verbindet, das haben wir festgestellt, das sind unsere Werte, für die wir stehen. Und uns verbindet, dass wir uns nicht von Menschen, die uns vorschreiben wollen, was wir zu denken und zu glauben haben, ja, unsere Gedanken eingeben lassen wollen. Und in diesem Sinne bitte ich erstmal meine Kameraden vorzukommen. Wir singen ein Lied für euch alle. Bitte schön. Kommt vor. Ein Lied, was... okay. Ja, wir haben noch... Wir richten gerade noch die Technik. Ja, es wird die Technik nicht durchgerichtet. Ihr seht auch Fahnen und ihr seht Fahnen zur Freundschaft des Sultans und des Kaisers. Da wird Albert Effendi nachher gleich drauf eingehen. Ihr werdet relativ viel auch über die Royal Ottoman Society erfahren. Und die Fahnen, die ihr hier seht, stehen, wie gesagt, für eine über 300-jährige Freundschaft der Deutschen und der Türken. Mehr dazu gleich. Lieber Harald, zurück zu dir. Ja, ich wollte auch nicht allzu viel sagen. Ich wollte euch nur begrüßen. Und wir singen dieses alte, schöne deutsche Volkslied. Alle dürfen mitsingen. Du bist bereit? Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen.
kein Jäger erschießen, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücken, doch alles in der Stille. Überall auf die Welt. Denn die Royal Ottoman Society, wir sind eine internationale Vereinigung mit dem Zentrum in Ludwigshafen und unsere Freunde sind überall auf der ganzen Welt, so wie das Osmanische Reich eben viele Völker integriert hat und zusammengeführt hat und die friedlich miteinander gelebt haben mit verschiedenen Religionen, Rassen, Völker und ja. Deswegen ist das hier heute eine große Sache und ihr werdet gleich noch mehr davon hören. Ich sage erstmal Bühne frei für unsere osmanische Kapelle, für die Mehteran. Merhaba, Mehteran! Ihr müsst ein wenig Platz machen da vorne, dass ihr reinkommt. Die brauchen ein bisschen mehr noch, dass sie hier stehen können. Wir brauchen richtig Platz, müssen wir noch mal weiter nach hinten nochmal. Das geht jetzt ab. Ich kenne das nicht. Das ist nicht teuer. Ja, ihr seht hier jetzt einen quasi Live-Umbau. Das Rednerpult wird jetzt, weil, wie es Harald gerade sagte, ganz kurz ausgetauscht. Und jetzt hört ihr die Klänge der Osmanen. Viel Spaß damit. Haydi ya Allah!
Marsche. Heide! Ja, Allah! Super, Applaus. Ach, wunderbar. Das haben Sie alles vorbereitet, die letzten Tage und Nächte dran gearbeitet, auf die Flaggen, alle extra hergestellt für heute hier unsere Kundgebung als Gäste und auch als Freunde. Und jetzt habe ich noch eine ganz, ganz große Ehre, ja, das Herz der Royal Ottoman Society hier in Deutschland euch den Ayberk Efendi vorzustellen, und ich bitte ihn mal jetzt auf die Bühne und gebt ihm einen Applaus. Der hält so mit Herz dahinter. Ayberk, wo bist du? Ayberk, jetzt komm da. Viele haben uns im Vorfeld gefragt, warum sind jetzt auch Osman und so weiter. Und ihr werdet es gleich verstehen, warum. Denn sie stehen zu uns, auch
Sie stehen auch für die Heilung der deutschen Heimat und sie stehen vor allen Dingen für Weltfrieden. Und das ist uns wichtig. Und wir wollen der Welt da draußen zeigen, vor allen Dingen die, die vorhin schon benannt worden sind, dass wir es gerade nicht sind. Wir sind es nicht, wir sind verbinden und wir stehen hier zusammen. Und ich möchte nur eine Sache und dann gehe ich von der Bühne, lieber Eiberg. Ihr kennt alle die tollen Sprüche vom Otto von Bismarck. Und er sagte einmal, die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie nie mehr zerbrechen kann. Ja, ein wunderschönes Zitat. Und lieber Eiberg, Effendi, bevor du anfängst, habe ich auch noch ein, zwei Sachen, weil viele vielleicht auch gefragt haben, wo ist denn der Zusammenhang zwischen den Osmanen und dem Deutschen Reich, was uns der Eiberg Effendi gleich näher bringen wird. Aber vielleicht vorab, und da hat er mich gebeten, das vorzulesen, die drei großen Persönlichkeiten, welche für die preußisch-osmanische Freundschaft stehen und auch für selbige Freundschaft bürgen, sind Otto von Bismarck, Kaiser Wilhelm II. Und Friedrich der Große. Und ganz, ganz wichtig ist, dass eben die Aufgabe der Osmanen auch darin besteht, den deutschen Völkern die Kultur wieder zurückzubringen, den deutschen Völkern nahezubringen, dass sie noch Hochadel haben, dass sie Adlige haben, die auf der Seite des Volkes stehen. Und Eiberg Efendi wird jetzt viel auch auf Türkisch reden, weil es über 200 Millionen türkischstämmige Menschen gibt, die natürlich diese direkte Übertragung ebenfalls sehen. Wir haben natürlich auch eine Übersetzung da, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, jetzt geht es über eine über 320-jährige Freundschaft der Deutschen und der Türken. Herzlich willkommen, Eiberg Efendi. Es ist mir eine große Ehre, dich ankündigen zu dürfen. Viel Spaß. Danke schön. Danke euch herzlich. Zu Anfang möchte ich mich im Namen der Royal Ottoman Society herzlich bei meinem edlen Freund Frank Meyer und seinen Weggefährten und dem Bürgermeister von Gera und die Polizei und alle, die unsere hier Veranstaltung unterstützt haben, mich herzlich bedanken. Die haben wirklich sehr gute Absicht und Werk also auf die Beine gestellt. Das ist bewundernswert. Ja, also das ist zum Applaudieren. Salam alaikum und Gott zum Gruße. Ich werde natürlich, wie angekündigt, auf Türkisch reden, da also 200 Millionen Türkvölker auch uns also zuhören, damit die auch was verstehen, worum es hier überhaupt geht. Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis. Danke. Sehe ich so gut aus von der Seite? Ja, danke. Also ich sehe immer von rechter Seite, sagt meine Frau, mal, sehe ich besser aus. Udo Jürgens hat immer gesagt, also ein Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Und meine Frau hat mir immer gesagt, also guck nicht so ernst immer. Ja? Da machst du immer Angst. Und die Türken mit ihrer hier ja, grimmigen Gesichtsausdrücken darf bei mir nicht also ja, ausstrahlen. So. Bismillahirrahmanirrahim. La havla ve la kuvvete illa billazim. La galibe illallah. Ya galiben gayre maglub inni maglub fantazir. Ich habe mich bei Gott bedankt, dass wir zusammengekommen sind und dass so eine Zusammenkunft ja, hier entstanden ist. Natürlich werde ich mich kurz fassen. Ich bin auch halb Gast, halb Freund. Ja, bald sind wir ganze Freunde hier, wie immer. Deswegen werde ich mich kurz und bündig ja, halten, meine Worte und mit Schlüsselwörtern also alles irgendwie die ganze Wahrheit euch ansprechen mit kurzen Worten. Ihr werdet das schon verstehen, denke ich mal. Ben burada sizleri seyrederken, benden önceki konuşmacıları dinlerken birkaç kimse yanıma geldi. Und als Eiberg Efendi heute die Vorredner sich angehört hat, hat er darauf geachtet und ihm ist einiges an den Vorrednern schon aufgefallen. O orada bir çadır var. O çadırda pankartlar, afişler var. Onları görenler orada bir yazıyı okudular. 323 yıl Türk-Alman dostluğu, Osmanlı-Rusya dostluğu diye.
Und vorne haben wir ein Zelt aufgestellt, in dem Plakate zu sehen sind. Und auf diesen Plakaten steht geschrieben, 323 Jahre preußisch-osmanische Freundschaft. Dediler ki bana, biz böyle bir dostluktan hiç bir haberimiz olmadı, işitmedik, duymadık. Okullarda bize böyle bir dostluktan bahsedilmedi, öğretilmedi. Und was die Leute gesagt haben, die dann an diesen Stand kamen, sie haben gesagt, so etwas, so ein Spruch haben wir noch nirgendwo gehört oder gelesen und in der Schule wurde uns davon auch nichts erzählt. Yani Osmanlı, Prusya, Türk, Alman dostluğundan okullarda, derslerde hiçbir şekilde bahsedilmediğini, öğretilmediğini bana ilettiler. Und dadurch wurde Albeck Efendi bewusst, dass in der Schule eben nichts über die deutsch-türkische und die osmanisch-preußische Freundschaft beigebracht wurde. Yıl 1701. Kurfürst, yani Türkçe'de prens olarak geçer. Friedrich Prusya Krallığını ilan edip ilk Prusya Kralı olduğunda Sultan II. Mustafa onu kutlamak için elçiler yollar. Ve o elçilerin Prusya Prezidenti Friedrich'i kutlamasıyla Osmanlı-Prusya dostluğu başlamış olur. Und im Jahre 1701, nachdem der deutsche König Friedrich zum König in Preußen gekrönt wurde, sandte der osmanische Sultan Mustafa II. Eine Delegation, um Friedrich I. zu seiner Krönung zu gratulieren. Und das war zugleich der Beginn der preußisch-osmanischen Freundschaft. Ve aradan geçen 323 yıl, bugün 2024. Ve birbirlerimize karşı, yani Alman ve Türklerin, Prusya, Osmanlıların birbirlerine karşı tek bir kurşun atmadan, savaşmadan geçen 323 koca yıl dostluğumuzun en büyük sembolü işaretidir, ispatıdır. Heute befinden wir uns im Jahre 2024. Das sind 323 Jahre seit Beginn dieser Freundschaft. Und der Fakt, dass in diesen 323 Jahren zwischen Preußen und Osmanen keine einzige Kugel gefallen ist, ist der größte Beweis dafür, dass diese Freundschaft immer noch anhält. Biraz önce sevgili dostum Frank Maya ve moderatörlerin de söylediği, bilgilendirdiği gibi 3 Alman tarihinde 3 büyük şahsiyet dostluğumuz üzerine kefil olmuştur ve şahit olmuştur. Osmanlı Prusya Türk Alman dostluğuna Kaiser Friedrich, Wilhelm II, Friedrich der erste Preußische König und Otto von Bismarck. Und wie schon eben Frank Mayer und die Moderation es gerade eben gesagt haben, gibt es für diese Freundschaft zwischen Preußen, Osmanen, Deutschen und Türken drei bedeutende Bürgen, die uns diese Freundschaft garantieren. Das sind zum einen Friedrich der Große, zum anderen ist das der Kaiser Wilhelm II. Und Otto von Bismarck. Bununla bana çadırda gelen sorulara cevap vermiş oldum. Yani okullarda niçin öğretilmiyor Türk-Alman dostluğu, Alman-Prusya dostluğu? Niçin böyle bir bilgi verilmiyor? Bunun dışında düşmanmışız gibi birbirimize karşı bizleri kışkırtıyorlar. Bu hepimizi sorularla donatan bir endişe verici hadisedir. Und das war für Albeck-Fanny zugleich ein Hinweis und eine Antwort darauf, dass diese drei großen Bürgen für unsere Freundschaft, dass uns in den Schulen nichts von dieser Freundschaft beigebracht wurde. Buraya niçin toplandık bugün? Barış için, dünya barışı. Egemenlik, hürriyet. Ve değerlerimiz için toplandık. Warum haben wir uns heute hier in Gera versammelt? Wir haben uns hier versammelt für den Weltfrieden. Wir haben uns hier für Souveränität und Freiheit versammelt. Und
für die Souveränität und Freiheit eines jeden Volkes und eines jeden Staates. Barış diyoruz. Barış için ama ilk gerekli önemli şey barışın oluşması için sevgidir, dostluktur, birlikte omuz omuza mücadeledir. Önce birbirimizi sevmeyi öğreneceğiz, dost olacağız, sonra barıştan bahsedeceğiz. Und was ist die Grundlage dafür, dass zwischen uns Frieden entstehen kann? Zuallererst fängt es an mit Liebe, dass wir uns untereinander lieben und respektieren. Dann kann daraus auch Frieden entstehen. Sevgiyi önce kendi aramızda, barışı önce kendi aramızda, dostluğu önce kendi aramızda, ondan sonra tüm dünyaya yayacağız. Buradan başlayacak. Buradan, yeniden bu dostluk, bu barış, bu sevgi, insan sevgisi yeryüzüne yayılacak. Bunu sağlamalıyız. Und wir müssen heute hier dafür sorgen, dass diese Freundschaft unter uns, dass wir hier den Grundstein legen für diese Freundschaft, für die Liebe und für den Respekt untereinander. Und von hier aus werden wir die Freundschaft, Liebe und den Respekt in die ganze Welt hinaustragen. Bugün Gera'da yepyeni bir tarih yazılmaktadır. 100 seneyi aşkın bir süre ötesinden ilk defa Osmanlı, Prusya, Türk, Almanlar bir araya gelmiştir. Şu anda omuz omuzayız. Heute wird in Gera eine ganz neue Geschichte geschrieben. Nach einer Zeit, die länger gedauert hat als 100 Jahre, sind das erste Mal wieder Preußen und Osmanen, Deutsche und Türken zu einem Treffen für Frieden zusammengekommen. Bizi 100 seneyi aşkın bir zamandır öz kültürümüzden Türk milleti, bütün milletler, Alman milleti bizi kültürümüzü ve değerlerimizi bir şekilde elimizden aldılar. Kaybolan değerlerimizi geri istiyoruz. Und seit mehr als 100 Jahren hat man nicht nur das Türkische, nicht nur das Deutsche, sondern so viele Völker von ihrer eigenen Kultur und Tradition entfernt. Wir wollen unsere verloren gegangenen Werte wieder zurückbekommen. Senede bir kültürel faaliyetler adı altında dünyanın çeşitli ülkelerinden folklor grupları, bilmem ateş yakanlar, birbirlerine karşı dans edenler, oynayanlarla kültürel şov yapanlar bizim kültürümüzü canlandırmamaktadır. Bizim kültürümüz dünyanın her yerinden gelip burada hoplayıp zıplayanlarla başlamaz, bitmez. Und unsere Kultur besteht nicht einfach nur aus ein paar Volksfesten, wo wir uns paar Mal im Jahr zusammenfinden und paar Mal zusammen feiern und zusammen tanzen. Das ist nicht unsere Kultur und das reicht uns nicht aus für unsere Kultur. Bizim örf, gelenek, adet, törelerimiz vardır, alışkanlıklarımız vardır. Bugün hangi gence sorsak, ister Türk olsun, ister Alman, ister Çinli olsun. Sen kimsin dediği zaman adam bilmiyor kim olduğunu. Çünkü PlayStation gençliği var ortada. Çünkü anlatılmadı sen kimsin. Biz öz kimliğimizi kaybettik. Bütün mesele bu. Kimliğini kaybeden, kültürünü kaybeden devletler yıkılmaya mahkumdur. Und wenn man heute einen Jugendlichen fragt, sei es in China, in Deutschland oder sonst wo, und fragt ihn, wer bist du? Er kann dir darauf keine Antwort geben, weil man hat uns von unserer Kultur getrennt. Wir haben unsere wahrhaftige Identität verloren. Man lenkt uns ab mit Unterhaltungsspielen, mit PlayStation. Aber das ist nicht unsere Kultur und wir wollen zu unserer Wahrheit zurück. Ne Alman milleti, ne Türk milleti, ne diğer milletlerin tarihi 1918'den sonra başlamadı. Bizim yüzlerce, binlerce yıllık geçmişimiz, tarihimiz, köklü tarihimiz vardı. Biz mantar değiliz. 1918'de ortaya çıkmış olan. Und unsere Kultur, weder die türkische noch die deutsche, noch sonst eine Kultur, hat erst im Jahre 1918 angefangen. Wir haben eine Kultur, die reicht hunderte, wenn nicht sogar tausend Jahre in die Vergangenheit. Wir sind keine Pilze, die von nichts auf einfach aufgetaucht sind. Wir haben eine Geschichte. Türk-Alman, Prusya-Osmanlı dostluğu,
Şakaya gelecek bir dostluk değildir. Sultan Abdülhamid'i Selanik'e tahttan indirip Selanik'e sürdüklerinde Bulgarlar, Yunanlılar, Balkanlar arasında savaş olduğunda Selanik'te Sultan Abdülhamid hapis kaldı. Kaiser Wilhelm gemi gönderdi Abdülhamid Han'ı İstanbul'a götürmesi için. Bu işte dostluk budur. Und die wahre Freundschaft zwischen Preußen und Osmanen zeigt es, damals als der Sultan Abdülhamid Han entthront wurde und ins Exil geschickt wurde und es im Balkan Krieg gab, da hat Kaiser Wilhelm ein Schiff geschickt zu Sultan Abdülhamid ins Exil und hat ihn angeboten, ihn wieder nach Istanbul zu bringen. Das ist wahrhaftige Freundschaft. Ve Alman milleti zor durumda olduğunda Osmanlılar asker yolladı Almanya'ya destek için Almanlara. Dostluk budur. Birbirimize zor günümüzde el uzatmak, omuz vermek. Und als Deutschland in einer schwierigen militärischen Situation war, haben die Osmanen Soldaten zu den Deutschen geschickt. Das ist wahre Freundschaft. Wenn einer in Not ist, dann reichen wir uns die Hand gegenseitig zur Hilfe. Okullar bunları öğretmiyor. Sıkıntımız budur. Yetişen gençlik tarihinden habersiz. Sadece 1918'den itibaren bir tarih biliyor ve kapkaranlık bir tarihten bahsediliyor. Tarihin aydınlık yönleri de var. Neden o aydınlık yönleri anlatmıyorlar? Und unsere Geschichte besteht nicht nur seit dem Jahr 1918, aber in der Schule bekommen unsere Kinder davon nichts beigebracht. Uns wird nur die dunkle Episode unserer Geschichte erzählt. Warum erzählt man uns nicht von unserer hellen, von unserer lichtvollen Episode unserer Geschichte? Eskiden tarih kitaplarında eskiler bilir, yeniler bilmeyebilir gençler de ama 40 yaşın ötesindekiler bilirler bunu. Hohlebe der Kaiser derdi halk. Severdi Kaiser'ı. Und damals, das wissen die jungen Leute heutzutage nicht mehr, aber die vielleicht über 40 Jahre sind, die wissen das noch. Damals wurde in der Schule gesagt, hochlebe der Kaiser. Nicht in der Schule. Da musst du noch ein bisschen, ich ziehe das, diese ganze falsche Worte von deinem Sohn ab. In allgemein, das Volk hat immer gejubelt und hat gesagt, hochlebe der Kaiser. Wer sagt heutzutage, heute hochlebe der Kanzler? Niemand. Im Gottes Willen, ich möchte den Kaiser nicht schlecht darstellen. Ich habe nur gesagt, wer sagt das? Ich habe nur gefragt, höflich. Nein, wir machen niemand schlecht hier. Wir erzählen von der Geschichte, was wahr ist, was in den Büchern steht. Biz kimseyi karalamıyoruz. Biz burada barış için geldik. Kavga dövüş için değil. Kavgada dövüşte değil. Hizmette yarışalım diyoruz. Sevgide yarışalım. Barışta yarışalım. Wir sind hier nicht hierher gekommen, um Zwietracht zu zwischen, um Unruhe zu stiften. Nein, wir sind hier für Frieden, für Zusammenarbeit und dafür, nützliche Projekte auf die Beine zu stellen. Dünyaya barışı getirebilmemiz için insan sevgisinden başlamamız lazım. İnsanların önce birbirini sevmesi lazım ki barıştan bahsedebilelim. Und aradaki düşmanlıkların bitmesi lazım. Und Frieden auf der Welt herzustellen, müssen wir erstmal mit der Nächstenliebe zwischen den Menschen anfangen. Das ist der erste Schritt. Ondan sonra değerlerimiz, bize ait olan manevi değerler, onlar çok önemlidir. Bizden o değerleri aldıkları zaman, bir insanın, bir milletin kültürü, değeri elinden gittikten sonra, o insan boş bir fıçıya benzer. İnsanlıktan çıkar. Çünkü değersiz olur. Değerler gidince geriye değersiz bir boş insan şeyi kalır, iskeleti kalır. Danach brauchen wir unsere Werte zurück. Und zwar alle Werte, auch unsere spirituellen. Denn wenn man nicht seine Werte hat als Volk, dann verliert man seine Identität. Es ist wie, als wäre man ein hohles Skelett und ist nicht gefüllt. Media tarafsız olmalı. Media adaletli olmalı.
Und die Medien und die Presse, die muss neutral und gerecht berichten. Biz buraya gelmeden önce medyalarda gene hakkında olmadık haberler çıktı. O yüzden 100 kişi gelecekken 50'ye döküldük. Yarısı yollarda kaldı. Niye? Çıkan kötü haberlerden dolayı. So waren im Vorfeld, bevor wir hier uns auf die Reise hierher begaben, gab es negative Schlagzeilen über Gera. Und so sind wir anstatt mit 100 Leuten nur mit 50 Leuten gekommen. Aufgrund dieser negativen und falschen Nachrichten. Ben zannettim ki Gera'ya gittiğimde karşıma zombiler çıkacak. Baktım gördüm ki kalpleri pırıl pırıl insan sevgisiyle dolu, yüzleri parıldayan hoş, güzel, kibar insanlar var huzurda. Bakıyorum bir tane suratı asık bir kimse göremiyorum. Und wenn wir diesen Medienberichten Glauben geschenkt hätten, dann wären wir hergekommen und wir dachten, uns werden hier lauter Zombies erwarten, wenn wir den Medien Glauben geschenkt hätten. Doch wir sind hierher gekommen und was wir hier sehen, sind Menschen voller Licht, Menschen voller Freude und Liebe. Medya kıskanmasın bu sevgiyi, bu dostluğu, desteklesin. Und die Medien sollten nicht neidisch sein auf diese Freundschaft, auf diese Liebe. Sie sollte diese Liebe viel mehr unterstützen. O yüzden medyaya sesleniyoruz. Lütfen adaletli olun, doğruları yazın. Deshalb unser Aufruf an alle Medien, die heute hier versammelt sind. Seid gerecht und schreibt das, was in Wirklichkeit passiert. Burada huzur var. Burada barış var. Burada sevgi var. Burada bir ümit var. Bu topluluğun gözlerinde ümit var. Ve kahramanlardır bu insanlar burada toplanan. Herkes cesaret edemedi buraya gelmeye. Burada toplanan hepsi tarihe damgasını vuran kahramanlardır. Hier gibt es Frieden. Hier gibt es Liebe. Und hier gibt es Hoffnung. Und jeder, der heute hierher gekommen ist, der ist ein wahrer Held, weil er das Herz dazu hatte, heute hier zu erscheinen. Barış istemek, sevgi istemek, değerlerini istemek, değerlerini geri istemek, kültürünü geri istemek, neden suç oluyor? Warum sollte es denn eine Schuld sein, dass man Frieden will, dass man Freundschaft will, dass man Liebe will, dass man seine Kultur und seine Werte zurückhaben will? Bu suç mu? Das ist eine Schuld? Bu insanlıktır. İnsanlığımızı geri istiyoruz. Das ist ganz einfach Menschlichkeit. Wir wollen unsere Menschlichkeit zurückhaben. Onun için biz burada bakın Adem ve Havva'dan geliyoruz. Ben şahsen maymuna inanmıyorum maymundan geldiğime. Adem ve Havva'dan geldiğimize göre hepimiz zaten videoyu geri sayarsak, geri çekersek hepimiz kardeşiz, aynı babadan, anadan geliyoruz. Rengimiz belki sarı, belki karadır. Ama biz aynı aileden geliyoruz. Und wir stammen von Adam und von Eva ab. Wir glauben nicht daran, dass wir vom Affen abstammen. Und wenn wir unseren Stammbaum zurückverfolgen, dann landen wir alle wieder bei Adam und Eva. Ob wir jetzt gelb sind, schwarz, weiß, egal. Wir sind alle eine Familie. Bu pencereden bakarsak bizi kimse yıkamaz. Bizi kimse alaşağı edemez. Sevgiyle düşmanlıkları yıkacağız. Barışla kavgaları bitireceğiz. Und wenn wir die Sache mit dieser Perspektive betrachten, dann kann uns keiner stoppen. Wir werden unsere Feinde mit Liebe und mit Positivität besiegen. Ve bütün dünyaya sesleniyoruz. Buradan, Gera'dan bizi dinleyen en az 200 milyon sadece Türk halkları var. Türk devletleri var. 200 milyon nüfusa sahip olan. Ve Amerika'sından tutun Çin'ine kadar bütün dünyaya bir canlı yayın var burada. Hepsine sesleniyoruz buradan. Gelin hep birlikte sevgiyi yayalım. Sevgiyi oluşturalım. Birbirimizle kenetlenelim. Barışalım. Dost olalım.
ve dünyaya huzuru getirelim. Und wir adressieren von hier aus die ganze Welt, weil hier gibt es Live-Übertragung hinaus in die ganze Welt. Allein unter den Turkvölkern schauen 200 Millionen Menschen zu. Wir haben Zuschauer in den USA, wir haben Zuschauer in China. Und an alle diese Menschen haben wir die Botschaft, lasst uns zusammenkommen in Frieden und uns untereinander lieben. Gelin kültürel faaliyetler, dev faaliyetler gerçekleştirelim. Bütün her millet kendi kültürüyle gelsin, bir araya gelelim. Gösterelim sevgi, dostluk, kardeşlik, barış nasıl olurmuş. Lasst uns mit großen kulturellen Aktivitäten kommen. Lasst uns zusammenkommen, egal mit welcher Kultur. Lasst unsere Kultur zusammenführen und so Freundschaft und Liebe nach außen in die Welt tragen. Hepinizi saygı, sevgi ile selamlıyorum ve sözlerimi buradan noktalamak istiyorum. Allah'ın hidayeti üzerinize olsun, muhabbeti, sevgisi hepimizi bir araya getirsin inşallah. Und so möchte Albert Kendi somit seine Rede beenden. Er grüßt euch alle in Liebe und in Hochachtung. Möge Allah Segen über uns auf uns sein. Ich danke nochmal meinem edlen Freund Frank Meyer, dass er uns diese Möglichkeit gegeben hat, dass wir hier reden durften. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Ja, danke an Albert Effendi. Albert Frank steht genau hinter dir. Das waren tolle Worte. Danke auch an den jungen Mann, der das klasse übersetzt hat. Der junge Mann heißt Aaron. Ich durfte ihn persönlich kennenlernen im Januar, als wir dort zu Gast waren bei der Ottoman Society. Riesenapplaus auch für Aaron und danke an Albert Effendi für diese wundervollen Worte. Dankeschön. Und jetzt gebe ich zurück zu dir, Frank. Was kommt als nächstes? Wir wollen noch einige Geschenke übergeben. Geschenke? An unseren alten Freund, treuen Freund. Aber lieber Alberg, was ich ganz... Mein Bruder Frank, wollen wir ein paar Geschenke geben. Und ihr werdet Zeuge sein. Wir geben die Geschenke. Lieber Alberg, weißt du, was ich ganz toll fand? Als du fragtest, wer sagt heute, na, Gott segne den Kanzler. Das fand ich wirklich, das hat mir richtig gefallen. Gibt es jemand von euch, der das... Ist jemand auf dem Platz, der das... Sag das aber den Kanzler nicht, bitte. Na, das hat er ja dann gleich wieder vergessen. Okay. Ja. Joe Scholz, nein, Olaf, Biden heißt er. Was kriegt er jetzt? Oh, schaut euch das an. Also eine preußische Fahne, eine Fahne vom Bundesstaatentreffen, das Signet von der Royal Ottoman Society, symbolisch für Frank Meyer und... Eine preußische Fahne, das Bundesstaatensignet. Und er ist noch nicht persönlich hier, aber der Ururgroßvater ist schon da. Der Kaiser ist auf der Bühne. Kaiser Wilhelm II. Kommt auch noch. Vielen Dank an alle von der Royal Ottoman Society für eure Unterstützung, auch für die deutsch- und türkische Freundschaft seit über 323 Jahren. Danke für diese Geschenke und einen Riesenapplaus für euch. Und ich denke, dass es auch ziemlich warm ist in euren Uniformen. Danke, dass ihr sie tragt. Danke, dass wir sie sehen dürfen. Dankeschön. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ich glaube, die haben das Louvre ausgerollt. Ja. Ist ja unglaublich. Du, Frank, wenn du jetzt einfach nur strahlend daneben stehst, sieht man keinen Unterschied. Da weiß man nicht, was ist Bild, was ist Front. Alberg sagt gerade, auf den Bildern steht alles, was eben diese Menschen über uns gesagt haben. Frank, das musst du nachher alles alleine wegtragen. Durch die Stadt beim Umzug. Ganz vorne weg. Ich weiß, jetzt tut mir leid. Also was soll ich jetzt noch sagen? Albert, entschuldige, das ist alles hier ernst gemeint. Unfassbar. Das ist alles ernst. Ich kann nur Danke sagen im Namen unserer Menschen und unserer Wegbegleiter und Freunde. Nimm nochmal alle Fahnen hoch. Alle Fahnen gerne nochmal hoch. Und ein Riesenapplaus für die Royal Ottoman Society und Albert Effendi. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Wunderbar. Ja, ich auch. Ja. Gut, jetzt bin ich erstmal, ich brauche eine Pause. Ich denke mal, den zweiten Teil, Lars, du müsstest noch mal bitte die zwei, drei Redner noch und dann
will ich euch noch Folgendes kurz sagen. Werden wir in den Umzug einsteigen? Viele warten schon drauf. Wir haben es geschafft, vorzuziehen. Ja, anderthalb Stunden früher. Wir machen aber jetzt noch den Rednerteil. Und dann bitte ich um Folgendes. Da wir vorgezogen haben, ist hier drüben, seht ihr hier, sag doch mal, die linke Hand. Frank, was ist das, Frank? Theater. Das ist das Theater. Und wenn wir da jetzt gleich dann her vorbeiziehen, die Trommler und auch alle den Augenblick so 100, 200 Meter weiter dann einsteigen, weil die noch da am Theater machen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wollten wir nicht stören. Dafür hat die Polizei uns aber früher jetzt losgehen lassen, anstatt 18 Uhr, 16.30 Uhr. Wir machen aber jetzt den Teil noch. Und noch eine letzte Bemerkung. Einige von euch haben mit Stangen mehr als 3 Meter. Und da müssen wir richtig aufpassen. Hier drüben auf die Trommler und so weiter. Weil dort sind Oberleitungen. Und die habe ich hier in der Kante 600 Volt. Ja, also bitte achtet darauf, die Flaggen, die normalen, passiert nichts, das ist ja hoch genug, aber wer jetzt über 3 Meter hat, dass da nichts passiert. Also hier vorbei, Theater, müssen wir noch ein bisschen Ruhe haben, die Trommler da hier anfangen, kurz Trommel, dann aufhören und dann nachher wieder weiter. Dankeschön. Ja, bitte warte, Frank, bis wir über dem Blätterschneider stehen. Das sieht so gut aus, du zwischen den Fahnen. Also hast du schon gesagt, wie wir loslaufen nachher? Hast du das schon erwähnt? Übrigens, also wir beide haben ja nichts, wir haben bisher nichts getrunken, aber wir haben eine Fahne jetzt, ne? Ja, genau. Haben wir eine Fahne. Also ja. Wir wollen jetzt so machen, nach dem Teil, es kommen noch zwei ganz kurze Highlights, die werden euch nochmal richtig das Blut in den Adern gefrieren lassen. Das wäre Gänsehaut. Wir haben das Bundesstaatentreffen, wir dürfen nicht mehr. Ich wurde für Anglizismen schon mal kritisiert, also okay. Wir haben einen Höhepunkt. Okay, wir haben einen also nicht wie jetzt, ich meine nein, die Veranstaltung. Das wird gigantisch werden. Und das kommt dann auch, bevor wir dann den Aufzug machen. Und den machen wir hier vorne. Hier geht's raus, dass wir alle noch sehen, hinten rum und gehen dann hier raus. Ja? Also einmal drumherum. Ja? Also alles wissen, dass wir alle dann noch zusammen haben und dass nicht auseinandergerissen wird. Ja? Und kurz vor den, also die Königreiche, die werden jetzt zum Schluss kommen. Und davor haben wir dann noch unsere Gäste, damit die nicht am Ende laufen. Weil wir wollen ihn wertschätzen und wollen wir sie schützen. Die laufen dann zwischen uns nach dem Großherzogtümer, kommen die Gäste und dann die Königreiche. Dankeschön. Klasse, mit einer Sonnenbrille, das sieht total, jetzt wollte ich cool sagen, aber das wäre ja auch schon wieder falsch gewesen. Also beim Umzug einfach den Reußen hinterherlaufen, weil die haben ja Heimspiel, die wissen, wo es lang geht. Immer dem Fürstentum Reuß hinterher, da kommen wir sicher in unsere Heimat. So, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir noch dieses schöne Rednerpult. Ist dieses Rednerpult nicht auch schön, oder? Also, gib doch mal einen Applaus. Also ich finde, das ist doch ein schönes Rednerpult. Ja. Ich werde jetzt keine Rede halten, keine Angst. Ich stelle aber den nächsten Redner vor, den ihr heute schon gesehen habt. Steffen kommt nochmal mit einer Rede zurück. Jetzt kommt erstmal unsere Fahne zurück. Also du machst das auch klasse, ne? Er hat heute auch gut gefrühstückt. Ich saß am Tisch mit ihm. Er hat wirklich kräftig gefrühstückt und reingehauen, damit er heute auch hier wirklich richtig tatkräftig. Ach so, echt klasse. Du, Dankeschön. Das ist unglaublich. Da wird hin und her getragen. Steffen, du bist bereit. Jawohl. Geht am besten mal gedanklich 5 Meter zurück, weil wenn er ins Mikrofon redet, der kennt ja den Steffen, der kommt, wumm. Ihr dürft stehen bleiben. So, Steffen, über was redest du jetzt? Über den Klimawandel? Nein. Über unsere Idee, die Zukunft aussehen könnte. Wie die Zukunft aussehen könnte. Hochlebe der Kanzler. Ne? Also. Ja, sowieso. Alles klar, bis nachher. Patrioten sind Menschen, welche ihre Heimat lieben. Menschen, welche ihre Heimat lieben, jedoch die Heimat anderer Völker hassen, sind keine Patrioten. Menschen, die von Völkern und Rassen sprechen, sind Menschen, welche unterscheiden. Erst Menschen, welche andere Völker und Rassen hassen, sind Rassisten. Nicht das Unterscheiden zwischen Völkern, Ethnien und Rassen macht einen Menschen zum Rassisten, sondern erst der Punkt, wo er ein Volk oder eine Rasse über andere Völker oder Rassen erhebt. Alle Rassen und Ethnien sind Menschen. Menschen, die lieben und hassen können. Erst ihr Tun und Handeln macht sie zu dem, was sie sind. Deshalb begrüße ich euch hier in der Miteinanderstadt Gera heute wieder mit dem Satz: Hallo Freunde, hallo Patrioten, liebe Mitmenschen, hallo Gera, hallo liebe Gäste unserer Stadt. Wir sind heute hier in Gera zusammengekommen, um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen für den Frieden, ein Zeichen für die Freiheit und ein Zeichen für unsere Souveränität. Diese drei einfachen und doch so wichtigen Begriffe stehen immer im Zusammenhang mit allen Menschen dieser Erde.
Dabei spielt es keine Rolle, welche Nationalität, Ethnie, Hautfarbe, Religion oder politische Weltanschauung jeder von Ihnen Einzelnen hat. Bei dem Bundesstraßentreffen in Magdeburg sprach ich über unsere Vergangenheit, über die Taten unserer Vorväter. In Dresden sprach ich über das, was die Gegenwart darstellt. Heute möchte ich mit euch zusammen einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Sicher, wir sind alles keine Hellseher und keine Propheten. Aber mit dem Wissen um unsere Vergangenheit und der Erkenntnis über unsere Gegenwart können wir die Dinge so beurteilen, dass wir zumindest uns vorstellen können, wie die Zukunft auszusehen hat. Eine Welt ohne eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft wäre die sprichwörtliche biblische Hölle, die hebräische Gehenna, das nordische Totenreich Hel oder einfach nur Vakuum und Leere. Ich möchte euch jetzt bitten, in euch zu gehen, um vielleicht kurz die Augen zu schließen und darüber nachzudenken. Stellt euch vor, unsere Erde ist gerade nach so einer thermonuklearen Katastrophe entkommen. Allein deshalb, weil Russland und China dort die Verantwortlichen besonders zurückhaltend reagiert haben. In den Vereinigten Staaten ist vielleicht wieder ein Präsident im Amt, dem Frieden und Völkerverständigung am Herzen liegen. Alle Kriegsparteien haben nach über 100 Jahren endlich Friedensverträge geschlossen. Der rechtmäßige Thronfeuer des Hauses Hohenzollern hat diese für das Deutsche Reich unterzeichnet. Der Kriegs- und Belagerungszustand von 1914 wurde dann beendet. Wir haben eines unserer höchsten Güter zurück, den Frieden. Die Verfassung von 1871, liebe Freunde, ist dann wieder reaktiviert. Die Menschen sind wieder frei. Auch das zweite hohe Gut, die Freiheit, kehrte zu uns zurück. Da der Frieden und die Freiheit wiederhergestellt sind und eine gültige Verfassung besteht, zeugen die neuen Handelsverträge des Deutschen Reiches dann davon, dass auch der dritte Punkt erreicht wurde, die vollständige Souveränität. Könnt ihr folgen? Wir alle wären wieder frei, wir alle hätten Frieden und wir alle wären wieder Menschen im Menschenrecht mit voller Souveränität. Unsere Straßen wären wieder sicher, unsere Rentner müssen nicht mehr an der Tafel anstehen, nach Müll- und Pfandflaschen suchen. Jeder Mensch ist wieder Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Rentenversichert. Die Exekutive folgt den Gesetzen der gültigen und wieder geltenden Verfassung der Bundesstaaten. Die Wahrheit wird überall wieder frei und offen ausgesprochen. Jetzt öffnet eure Augen wieder und kehrt in die Gegenwart zurück. An euch nun eine Frage. Ist es ein Ziel, was lohnenswert ist, unsere aller Zukunft? Ich finde, ja. Und was denkt ihr? Die Zukunft? Viele Menschen werden sich dann fragen, ja, wie ist denn dieses Ziel erreichbar? Oder wie haben wir es dann erreicht, wenn wir aus der Zukunft sprechen? Die Antwort ist ganz einfach. Wir alle, die Menschen in den Bundesstaaten, müssen unseren Willen nach Freiheit, nach Frieden und nach Souveränität friedlich, Tag für Tag, Woche für Woche und Jahr für Jahr auf die Straße tragen. Machbar ist das schon. Wie sagte schon einst einer der größten Denker und Politiker des Deutschen Reiches, Otto von Bismarck, wenn die Deutschen zusammenhalten, schlagen sie selbst den Teufel aus der Hölle. Drei Dinge, nur drei einfache Dinge sind nötig, um dieses Ziel zu erreichen. Der Wille der Menschen in den 25+1 Bundesstaaten des Deutschen Reiches. Die gültige Verfassung von 1871 und die Flagge schwarz, weiß und rot. Und merken wir uns eines, wo der Väter Fahne weht, der Mutter Sprache nie vergeht, da wollen einen Bund wir schließen, mit unserem Herzblut ihn begießen. Da wollen wir zusammenstehen, der Zukunft stolz entgegengehen. Mit unseren Fahnen, schwarz-weiß-rot, der Heimat stets gilt das Gebot. Jawohl. So heißt es in einem Gedicht, und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. Ja, und das wird sie auch, denn mit uns werden alle Völker und alle Nationen dieser Erde den Weg zu Frieden, zur Freiheit und zur Souveränität finden. Wir alle, auch der Adel, allen voran, sind hiermit aufgerufen und zugleich verpflichtet, alles zu tun, um die Bundesstaaten des Deutschen Reiches in Form der Königreiche, Herzogtümer, Fürstentümer sowie der renatsregierten freien Städte wieder zu errichten. Die fremdgesteuerten Politmarionetten, welche da zum Krieg gegen unser russisches Brudervolk hetzen und Waffen an die Ukraine liefern, die sollten die Worte von Otto von Bismarck, ihnen sollten sie Warnung und Mahnung sein, als er sagte, führt niemals Krieg an zwei Fronten und führt niemals Krieg gegen Russland. Ihr würdet beide verlieren! Den Politmarionetten und Volksverdrehern, die da glauben, die Elite des Staates zu sein, welches Staates, könnte man sich fragen, kann ich nur sagen, ihr seid nicht die Elite. Die wahre Elite sind jene, die Werte schaffen, mehren und behüten. Der Professor im Hörsaal, der Lehrer im Klassenzimmer, der Feuerwehrmann und der Polizist auf der Wache.
der Soldat in der Kaserne, der Arbeiter in der Fabrik, der Angestellte im Büro und der Bauer auf den Feldern. Das sind es, die Menschen, die Werte schaffen, mehren und behüten. Ihr Politiker seid jene, welche die von Menschen geschaffenen Werte eigentlich gerecht verteilen sollten. Vorwiegend unter jenen, die sie zuvor auch erwirtschaftet haben. Aber was ihr gerade macht, ihr verschenkt unsere Werte mit vollen Händen in Europa und im Rest der Welt. Was glaubt ihr da oben, dass in diesem Land Goldesel leben, welche goldene Dukaten scheißen oder dass hier ein Tischlein Deckte steht, über was nur der Bundeskanzler die Hoheit hat? Wenn ihr das Märchen bis zum Ende gelesen hättet, ihr Politiker, dann wüsstet ihr, nach Tischlein Decktisch, nach Goldesel Strecktisch, kommt lauter Gebrüder Grimm, immer der eine Satz, Knüppel aus dem Sack! Richtig, sehr schön. Klingt vernünftig. Eine Anmerkung sei mir noch gestattet, gerade in Hinsicht auf die politischen Probleme Europas. Sekunde. Ja. Eine Anmerkung sei mir gestattet. Das große Karthago führte einst drei Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig, nach dem zweiten noch bewohnbar, nach dem dritten nicht mehr auffindbar. Euch, ihr Hyänen und Kriegstreiber, sollen die Worte eurer eigenen Geschichtsbücher immer vor Augen sein. Der letzte, der deutsche Panzer gegen Russland geschickt hat, der hat am Ende Zyankali gefressen und sich in den Kopf geschossen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Gera. Vielen Dank, Patrioten. Danke. Danke, Steffen. Danke dir, lieber Steffen. Dein Applaus für deine deutlichen Worte. Vielen lieben Dank. Und jetzt geht's eigentlich weiter mit Frank. Es war jetzt kein beabsichtigter Reim, es ist einfach nur passiert. Frank Radon gibt aber vorne ein Interview. Dann können wir jetzt mal fragen, Ingo, bist du bereit? Bist du bereit, weil Frank ist noch im Interview? Können wir dich spontan vorziehen? Dann machen wir das. Also, der Frank heißt jetzt Ingo. Wunderbar. Geht. Ne? Ingo ist quasi noch gar nicht da und spricht trotzdem. Super. Ingo Reimann, die zweite aus dem Fürstentum Reuß. Und viel Spaß, du hast eine dreistündige Rede vorbereitet, ne? Mindestens. Gut, viel Spaß. Okay. Ja, wir sind heute hier im Fürstentum Reuß. Das Fürstentum Reuß ist eines der kleinsten Bundesstaaten, die wir überhaupt haben. Die Frage ist, welche Rolle kann ein Fürstentum, so ein kleines Fürstentum überhaupt spielen? Dieses Fürstentum hat in den Jahrhunderten schon immer eine gute Rolle gespielt im Zwischenspiel der Großen. Es gibt sogar auch in diesem Fürstentum eine Besonderheit. Eine Besonderheit, die letztendlich im Hause Reuß selbst liegt. Das Haus Reuß hat Heinrich der 27. hat am 10. November 1918 abdanken müssen, wie die anderen Monarchen vor ihm in dieser Zeit. Das Problem, was insgesamt steht, dieser Monarch hat in seinem Abdankungsvertrag eine Rücktrittsklausel eingebracht. Und er hat durchaus die Möglichkeit, diese Rücktrittsklausel auch mal zu nutzen. Die Frage ist natürlich, wer ist jetzt wirklich das Oberhaupt im Hause Reuß? Das ist nicht unser Problem. Unser Problem besteht nicht darin, diesen sogenannten Fideikommiss zu klären, was da im Hause Reuß zu klären ist. Die Frage ist, wenn jemand von Geburt Rechte und Pflichten hat, dann hat er diese Rechte und Pflichten auch anzunehmen oder er hat sie verwirkt. Und hier haben wir das Problem, dass wir einfach sagen können, wann hat das Oberhaupt des Hauses Reuß sich dazu bereit erklärt, seine Pflichten in Anspruch zu nehmen. Und er hat die Möglichkeit. Er hat die Möglichkeit, in den Vertragsverpflichtungen des damaligen Vertrages, in § 8 war das festgeschrieben, dass er die Möglichkeit hat, wenn die Vertragspartner sich nicht an das Vorgegebene halten, dass er einen Rücktritt vom Rücktritt machen kann. Und hier sehe ich in den Vorrednern durchaus Möglichkeiten, die auch ein Hause Reuß hätte, da etwas zu tun.
für uns und generell für das Recht, was letztendlich vorhanden ist. Die Frage ist, ist das Volk soweit? Sind wir als Volk soweit, dass wir etwas unterstützen würden, was hier eine Veränderung bringen würde? Sind wir bereit, uns als Volk zu zeigen? Wir haben heute hier auf diesem Platz zumindest einen Anfang gemacht und wir haben gezeigt, dass wir als Volk bereit sind, hier Veränderungen mitzutragen. Und diese Veränderungen können von mehreren, die ihre von Geburt an ihre Rechte und Pflichten normalerweise haben, könnten mitgetragen werden. Wenn es genug Leute gibt, die bereit sind, auch diese Veränderungen mitzutragen. Was das Aktuelle bringt, was das Aktuelle uns beschert hat, das haben die Vorredner genug auf den Punkt gebracht. Hier brauchen wir nichts mehr dazu zu sagen, weil das, was die Politiker aktuell mit uns gemacht haben in den letzten Jahren, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Aber letztendlich müssen wir immer wieder sagen, wie heißt das so schön, jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient hat. Sollten wir doch einfach mal anfangen, und das heute sehe ich als weiteren Anfang in diese richtige Richtung, dass wir sagen, mit uns nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr. Das, was ihr da oben macht, das ist euer Problem. Wir als Volk sollten dafür einstehen, dass wir als Volk wieder Beachtung finden und entsprechend unsere Werte wieder tragen können und nicht unsere Werte sonst wohin verscherbelt werden. Das kann man nicht anders so sein. Es ist einfach wichtig, wir haben hier im Bundesstaat Reuß, auch wenn er so klein ist, haben wir durchaus eine Möglichkeit, hier etwas auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, alle zusammen, alle Bundesstaaten zusammen, wenn wir uns einig sind, dass wir diesen Weg gehen und diese Veränderung auf den Weg bringen. Und ich glaube, heute hier die Stadt Gera als Residenzstadt von Fürstentum Reuß jüngerer Linie hat zumindest gezeigt, sie kann Kaiserwetter, sie kann organisieren und sie hat hier gute Bedingungen gegeben, um sich hier zu treffen und zu zeigen, dass wir als Volk noch vorhanden sind. Das ist das Wichtigste. Ich denke, unser Volk muss zeigen, dass wir gewillt sind, etwas zu tun. Lasst es uns angehen. Danke. Mario, mein Gutster, die Nummer 1, bitte. Heimat. Was ist die Heimat? Was bedeutet das für uns? Jeder definiert das anders. Der eine sagt, das Land, wo ich lebe. Der andere, die Stadt, wo ich lebe. Ist Heimat nicht auch Familie? Und ist das nicht der kleinste Kreis, um einen gemeinsamen zu schaffen? Was bedeutet denn unsere Heimat? Pflichten, Rechte. Wo haben wir diese Pflichten und Rechte? Nummer 2, bitte, Mario. In unserem Deutschen Reich. In den Bundesstaaten, in den souveränen Bundesstaaten, die alle über Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt verfügen. Und als vierte Säule sogar über eine eigene Staatsangehörigkeit, außer Elsass-Lothringen. Die Nummer 3, bitte. Mario. Vis-à-vis. 2015 wusste ich noch gar nichts. Ich wurde tief ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe immer gedacht, Sachsen ist meine Heimat. Nein, die Familie, der Ursprung ist unsere Heimat. Meine Heimat ist Preußen. Ich bin Niederschlesier. Gemäß Ruster, Kreis- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Die Nummer 4, bitte, Mario.
Das ist eine Mitteilung von Georg Friedrich, Prinz von Preußen, die er hat veröffentlichen lassen. Der Kaiser war im Begriff, abzudanken, doch er hat nie abgedankt. Wenn wir uns die Nummer 5, Mario, angucken, dann werden wir feststellen, es besteht Siegelbruch, es wurde ins Siegel reingeschrieben, Imperator Rex fehlt, sie ist nicht legitim, die Abdankung. Und mit dem Versailler Vertrag 278, bitte lesen, glaube nichts, prüfe alles. Mit dem Versailler Vertrag, Artikel 278, wurde uns unsere Staatsangehörigkeiten genommen. Mit der Weimarer Reichsverfassung, Artikel 2, wurden aus den souveränen Staaten Länder gemacht. Die BRD kennt kein deutsches Reich 1871 bis 1918, weil es von den Alliierten abgeschafft wurde. Weil es wurde uns ja alles von den Alliierten auferlegt. Und das Deutsche Reich ist seit dem 27.10.1918 als Ganzes handlungsunfähig. Und wir wollen es ganz einfach wieder handlungsfähig setzen. Wer ist dazu legitimiert? Nummer 8 bitte, Mario. Unser deutscher Kaiser. Nicht wir, nicht du, nicht ich, sondern unser deutscher Kaiser. Als Oberbefehlshaber des Heeres im Kriegs- und Belagerungszustand, der bis zum heutigen Tag anhält. Bitte lest die preußische Verfassung, die Verfassung 1871 und das Gesetz über den Belagerungszustand. Und auch nur der deutsche Kaiser, die Nummer 9 bitte, Mario, ist dazu legitimiert, gemäß Artikel 11 Verfassung 1871 einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Von mir kommt immer die Frage, wie bekommen wir denn einen Friedensvertrag zum Zweiten und zum Ersten Weltkrieg, obwohl es ja nur ein Weltkrieg ist? Sagen die, naja, Scholz, Bundeskanzler, hallo? Wann wacht man endlich auf? Die BRD hat sich doch niemals im Krieg befunden. Wir werden mit der BRD niemals einen Friedensvertrag bekommen, den wir uns so sehnlich wünschen. Dann gibt es Menschen, die sagen, einen Kaiser wollen wir ja nicht. Das ist ja Diktatur. Wir müssen ja das sagen, was der sagt. Einfach mal die Reichsgesetzgebung lesen. Es wird im Reichstag und im Bundesrat beschlossen. Zusammen. Nicht einer einzeln kann etwas beschließen. Und wer sitzt im Reichstag? Unsere gewählten Volksvertreter, die in unserem Namen mit dem Bundesrat zusammen Gesetze beschließen, von Menschen für Menschen und nicht, wie wir es hier in der BRD haben, dass etwas beschlossen wird, ohne dass wir etwas zu sagen haben. Genau deswegen, aus diesem Grund habe ich gesagt, das erste Gesetz, was man beschließen sollte, ist, alle Parteien per Gesetz zu verbieten. Weil sie belügen, betrügen uns. Und sie stecken sich das Geld, unser Geld, stecken sie sich in die eigene Tasche. Das stimmt. Und wir tun nichts dafür, damit sich es ändert. Warum nicht? Viele Menschen wissen nicht, was sie tun können. Ihr habt es verstanden. Ihr seid hier. Viele Menschen haben noch Angst davor, als Reichsbürger betitelt zu werden, etc. pp., die es ja gar nicht mehr geben kann. Hallo Medien, Wecker stellen, Adolf Hitler ist tot! Ja, das ist wichtig, sollte man wirklich laut sagen, weil die glauben ja noch daran. Vielleicht lebt er ja auch nicht, was ja gar nicht sein kann. Ne? Ein Friedensvertrag ist für uns alle wichtig. Von unserem Deutschen Reich, von unserer Heimat, unserer allen Heimat, kann tatsächlich ein Weltfrieden ausgehen. Weil wenn man recherchiert und prüft, dann wird man feststellen, dass wir mit dem Deutschen Reich die einzigen souveränen Staaten auf der ganzen Welt sind. Am deutschen Wesen mag noch einmal die Welt genesen. Emanuel Geibel. Die Nummer 10 bitte, Mario.
Wir haben etwas geschaffen, ein Signet mit allen Bundesstaaten. Es ist ganz einfach, da wird einem warm ums Herz, wenn man das sieht. Das ist echt, das ist Gefühl, das ist Liebe, das ist Heimat, das ist ein Miteinander. Nicht das, was wir heute haben. Heute ist es derzeit noch ein Gegeneinander. Es wird gehetzt, gespalten, diskreditiert, etc. Okay. Davon wollen wir weg. Wie der Frank Meyer vorhin schon sagte, bitte mal die Verfassung 1871 lesen und sie ganz anders lesen, und zwar als Mensch. Wir sind Diener. Wir dienen euch. Wir sollten uns alle untereinander dienen. Und zwar der Verfassung 1871. Und jetzt kommen wir zur Pflicht. Viele sagen ja, unser Georg Friedrich Prinz von Preußen steht in der Pflicht, irgendetwas zu tun für uns. Weil er als deutscher Kaiser, und das ist er ja schon, er ist Prinz von Preußen und er ist auch schon König von Preußen, weil sein Opa und sein Vater verstorben sind. Und als König von Preußen ist er auch schon deutscher Kaiser. Er wurde nur noch nicht von uns in sein Amt gehoben. Wir haben ihm noch nicht gezeigt, dass wir ihn wollen. Warum tun wir das nicht? Die Nummer 11, bitte. Georg Friedrich Prinz von Preußen und die Pflicht. Ich persönlich stehe doch für mich in der Pflicht, etwas zu tun, damit ich in Frieden, Freiheit, Souveränität leben kann. Ich stehe für meine Kinder, für meine Enkelkinder in der Pflicht, damit sie in Frieden, Freiheit, Souveränität leben können. Und wenn wir das alle in unsere Köpfe reinbekommen haben, dass jeder für sich in der Pflicht steht und wir das gemeinsam zeigen, unseren Willen kundtun, das ist ein gemeinsames Zusammen und Miteinander. Bitte die Nummer 12, ein ganz kurzes Video und lest dann bitte, was dort geschrieben steht. Zum Schluss. Mario, die Nummer 12, bitte. Oder wieder mal ein technisches Problem. Tut nicht. Jetzt. Einmal. Belauschen der Stille. Okay, technische Probleme, warum auch immer. Der Opa von Georg Friedrich Prinz von Preußen hat gesagt, auf die Frage hin, ob er sich vorstellen könnte, deutscher Kaiser zu sein, nur wenn das Volk es möchte. Ja, bitte, jetzt. Der Anfang war schon gut. Kann mir mal bitte jemand Bescheid sagen, ob das noch funktioniert heute? Sie sind der Chef des Hauses Hohenzollern. Bedeutet das, dass Sie, wenn wir eine Monarchie noch hätten, automatisch der Kaiser wären? Wahrscheinlich ja. Wenn das deutsche Volk das wünscht. Als Louis Ferdinand 1994 starb, trat Prinz Georg Friedrich im Alter von 18 Jahren sein Erbe an.
Das brach schon ziemlich viel über mich herein und ich habe es auch irgendwo gespürt und er hat es auch voll gespürt. Deswegen war ja irgendwann mal im Laufe unserer Zusammentreffen mal diese ernste Frage, Georg, bist du dir eigentlich bewusst, was mal auf dich zukommen könnte? Mit einem sehr ernsten Blick, der mich auch natürlich, ja, den ich auch heute nicht vergesse. Hat er das von sich gegeben. Also er weiß, was seine Pflicht ist. Und er geht nicht gegen uns, im Gegenteil. Er tut sehr viel dafür. Letztes Jahr in Potsdam zu seinem Geburtstag, wir wurden nicht vom Platz gejagt. Vorletztes Jahr, wir durften noch nicht schwarz-weiß-rot zeigen. Letztes Jahr durften wir, es sind Kaiserkutschen vorbeigefahren. Und ein Polizist, der Polizeiführer, nachdem ich die Medien aufklären wollte, dass das keinen Reichsbürger mehr gibt und dass Georg Friedrich Prinz von Preußen ja auch schon deutscher Kaiser ist, hat mir bestätigt, ja, das weiß ich. Georg Friedrich Prinz von Preußen steht noch nicht in der Pflicht. Wenn wir ein gemeinsam geschaffen haben, und vor Georg Friedrich Prinz von Preußen treten, um ihn dazu aufzufordern, sein Erbe anzutreten, damit wir unser Erbe antreten können. Er heraustritt und sein Erbe annimmt, dann steht er in der Pflicht, nämlich als deutscher Kaiser, erstens um uns zu schützen und zweitens dafür zu sorgen, dass jeder Einzelne die Verfassung 1871 einhält. Und jetzt würde ich alle da hinten auf dem Platz mal bitten, mal etwas näher zu kommen. Komm doch mal bitte hier vor zu uns. Die Nummer 13 bitte, Mario. Hier. Schwierig. Wie kann man den Menschen ein Wir zeigen? Ich habe es in Magdeburg probiert, habe ich unseren Freund drum gebeten, fahr doch mal dein Auto auf den Marktplatz. Hat er getan. Da schon unser Lutz wird jetzt sein Auto hochheben. Hat er natürlich nicht geschafft. Ne? Ungefragt kamen ein paar Männer dazu, haben sie versucht, haben sie es immer noch nicht geschafft. Sind noch ein paar Männer dazu gekommen und dann haben sie tatsächlich dieses Auto hochgehoben. Und da habe ich ihnen gesagt, jetzt stellt euch vor, für jeden Einzelnen stehen dort 1 Million Menschen. Das ist ein gemeinsames Zusammen und Miteinander. Die Nummer 14, bitte, Mario. Und jetzt würde ich bitte den Frank Mayer, die Katja von den Gelbwesten, Olaf, du möchtest bitte vorkommen wegen dem Banner tragen. Danke. Die Katja von den Gelbwesten und und den Christoph nach oben bitten. Alberg Effendi und der Christoph bitte und die Katja. Bitte kommen mal zu mir nach oben. Alles war wunderbar. Vielen Dank.
Komm. Hier. Okay, der Kater kommt nicht. Dann, okay. Ich würde euch bitten, ganz einfach bitten, nehmt euch mal an die Hand. Seid so gut. Alle miteinander. Wir stehen hier in Gera für Frieden, Freiheit, Souveränität, Menschenrechte, Subsidiaritätsprinzip und freie Selbstbestimmung. Wir stehen für Heimat- und Weltfrieden, für ein gemeinsames Zusammen- und Miteinander. Danke nach Gera! Ja, danke schön, lieber Frank Radon. Und danke für dieses schöne Bild zum Schluss noch hier oben auf der Bühne. Der Christoph, der Albert Effendi, der Frank und der Frank. Ich danke euch. Und bevor wir jetzt mit dem Umzug anfangen, Frank, spiele ich den Ball schnell zu dir. Wir haben ja noch den ein oder anderen Höhepunkt, ne? Bevor wir loslaufen. Er ist noch beschäftigt. Wunderbar. Sind die verteilt? Die Ballons, die werden nämlich also jetzt verteilt. Wir starten ja gleich mit dem Umzug. Vorher wollen wir noch, wo ist der Martin? Der Martin, ist der? Martin ist auch da, schön, wunderbar. So, denk noch mal dran, die großen Flaggen hier vorne, die mit den langen Stäben, achtet ihr drauf, 600 Volt, bitte nicht da oben rankommen, bei den, So. Schön. Ein schönes Bild, die preußisch-ottomanische Freundschaft geht dorthin als Botschaft in die Welt. Und jetzt gibt es noch eine schöne Botschaft gesungen von Martin Konstantin. Das war jetzt ein perfektes Timing in der kurzen Zwischenzeit, bevor die Luftballons soweit waren, war ich dann mal für kleine Jungs. Ja, das war schon mal gut. Viel Spaß. Schöner Götterfunken, doch da aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlischer dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden ein sanfter Flügel weilt, wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, der ein heilnes Weib errungen, mische sein. Also, grandios fand ich ja, blätterschnell hier, beim letzten Ton habe ich gedacht, ich musste den Stecker ziehen, du hörst gar nicht mehr auf. Wie kann man so lange einen Ton halten? Wie, ist dir das geboren oder wie, ich meine, du hast ja hier gefühlt 3 Stunden diesen Ton gehalten, es war grandios. Das ist gut gelerntes Handwerk und das lernte ich hier in Deutschland.
In Ordnung. Und wie lange singst du schon? Vielleicht für die, die dich jetzt so noch gar nicht groß kennen, bist du als Kind auf die Welt gekommen und hast als junger Mann gesagt, ich werde Sänger? Nein, das wird man dann, wenn man lang genug übt. Das ist alles. Das heißt also, wenn wir jetzt alle lang genug üben würden, also ich würde diese Stimme nie hinkriegen. Wenn ich singe, ist der Platz leer. Und das schaffe ich in 3 Sekunden. Also ganz ehrlich, meine Stimme klang mit 13 wie die von einem ganz normalen kleinen Jungen. Und dann hörte ich nicht mehr auf zu singen und das wurde immer mehr. Das ist mit jeder Sache so im Leben. Wenn man beständig dran bleibt, dann wird das etwas. Aber es braucht auch das Herz dazu. Das ist, glaube ich, jetzt was, was man genauso stehen lassen darf, wenn man beständig dran... Das ist richtig, also Disziplin schlägt Talent, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Allerdings, es braucht schon ein gewisses Talent dazu. Also ich meine, das ist ja eine grandiose Stimme, oder? Ich meine, kann das jemand? Ist jemand hier oben, der sagt, komm, ich mach das mal eben, ich habe auch schon trainiert. Nee, ne? So, also danke Martin Konstantin. Wir stellen uns jetzt auf zum Umzug. Und zwar in diese Richtung gehen wir raus. Ganz vorne ist das Banner, dann die Trommler. Und dann, wenn ihr euch in den Staaten wieder in der Reihenfolge bitte aufstellt, wie wir reingezogen sind, also zuerst die beiden Reuss-Staaten, also dann die Hansestädte, von der Größe her die Reuss-Staaten, dann die Hansestädte, die Fürstentümer, die Herzogtümer, die Großherzogtümer und zum Schluss natürlich die 4 Königreiche und die Osmanen und laufen zwischen. Ja, genau, wir wollen unsere Gäste, hatte ich schon gesagt, einfach in die Mitte nehmen, wollen wir sie uns nicht verloren gehen. Also wir haben folgendes nochmal, ich habe gesagt, also Theater, da ein bisschen Ruhe, wir gehen.